Herzlich willkommen zu einer nächsten Imbach-Podcast-Folge. Mein Name ist Martin Fehrlin und heute gehen wir der Frage nach, warum das sich Wanderferien so gut für Alleinreisende eignet. Mir vis-à-vis sitzt Sandra Siegrist. Ganz herzlich willkommen. Danke. Sandra Siegrist hat uns schon seit über 10 Jahren immer wieder unterstützt bei den Schulungen von unseren Reiseleiterinnen und Reiseleitern. Und ja, ich frage dich ganz spontan mal, Sandra, wer bist du und was machst du? Herzlichen Dank, Martin, dass ich heute da sein darf. Ja, wer bin ich? Ich bin jemand, der als Kind geträumt hat, von Reiseleiterin zu werden. Tatsächlich mit 12 war das mein grosser Traum. Ich habe dann eine Reisebüro-Lehre gemacht und habe eigentlich einen 34-jährigen Bezug aufgebaut zum Tourismus und arbeite heute als Ausbildnerin und mache Seminare unter anderem auch für Reiseleitende im Umgang mit Kunden. Was hat denn deine Arbeit jetzt als Ausbildnerin bei Imbach so alles beinhaltet? Das sind immer sehr spannende Aufträge gewesen. Und es ist grundsätzlich darum gegangen, den Reiseleitenden Unterstützung zu geben, zum Beispiel im Umgang mit herausfordernden Situationen. Das kann sein, wenn einmal ein Wanderweg gesperrt ist oder ein Bus einen Defekt hat unterwegs. Aber auch, wie man damit umgeht, wenn es einmal an einem Gast nicht gut geht, der sich zum Beispiel krank fühlt oder den Fuß vertrampelt hat. Und jetzt so nach diesen x Jahren, wo du schon mit Imbach verbunden bist, was verbindest du spontan mit dem Namen Imbach? Was kommt dir gerade so in den Sinn? Das ist eine super Frage. Ganz spontan natürlich Luzern. Es kommt mir auch ein enorm aufgestelltes Team in den Sinn. Ich bin ein grosser Fan vom Imbach-Team und ihrer grossen Freude am Wandern und an der Natur. Mir kommt aber auch ein tolles Produkt in den Sinn, das über all die Jahre immer wieder unglaublich spannende Reisen auf den Markt gebracht hat. Ich bin ein grosser Fan. Danke. Kommen wir zum Thema Alleinreisende. Wir haben festgestellt, dass wir auf unseren Wanderreisen einen extrem hohen Anteil an Alleinreisenden haben. Das ist des Öfteren über 2/3 von allen Kunden, die allein unterwegs sind. Es scheint also, als ob sich Wanderreisen würden besonders gut eignen für Alleinreisende. Was denkst du, was sind die Gründe dafür, dass wir so einen hohen Anteil haben? Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Leute schätzen, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Wandern ist ein Hobby. Es ist nicht einfach Ferien machen und das Hobby kann man teilen mit anderen Wanderinnen und Wanderern. Was ich auch schön finde, ist, man ist unterwegs, man ist am Laufen. Man hat manchmal einfach stundenlang Natur. Und mit dem Laufen hat man aber auch die Chance, mal neben der einen oder neben der anderen Person unterwegs zu sein. Man kann sich austauschen. Es hat etwas sehr Unbeschwertes. Und ich glaube, das lädt auch ein, als alleinreisende Person das Hobby Wandern mit anderen dann zu teilen. Ja, ich denke, das ist sicher auch noch ein weiterer Grund, ist, dass es relativ kleine Gruppen sind. Das ist nicht zu klein, aber es sind auch nicht irgendwie 40 Leute. Also es gibt irgendwie auch so einen persönlichen Bezug zwischen den einzelnen Leuten. Und ich denke, das ist sicher auch noch ein Grund, wo man auch immer wieder feststellen auf unseren Wanderreisen. Was ist denn der Grund, warum sich generell Gruppenreisen eignet für Alleinreisende? Ich habe den Eindruck, dass Alleinreisen auch mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Man muss, wenn man allein reist, muss man alles selber recherchieren. Das wird bei so einer Wanderreise wird das organisiert. Es navigiert einem jemand, es redet jemand die Sprache im Land. Es tut einem auch jemand aufmerksam machen, vielleicht auf Fauna oder Flora. Und es ist einfach eine angenehmere Form, so ein Reiseerlebnis auch zu teilen mit jemandem, darüber zu reden, gemeinsame schöne Momente zu geniessen. Ich glaube, das ist schon etwas, wo man, ich glaube, Reisen tut man gerne teilen mit anderen. Jetzt, wir haben ja seit ein paar Jahren rund ein Dutzend Angebote, wo wir exklusiv für Alleinreisende anbieten. Also wo man ganz bewusst sagen, nein, das ist nur für Alleinreisende buchbar. Jetzt, interessanterweise hören wir von unseren Wanderleiterinnen und Wanderleitern, die so Reisen leiten, immer wieder das Feedback, dass eine ganz besondere Gruppendynamik herrscht auf diesen Reisen und dass sie auch gern diese Reise leiten. Wie erklärst du dir das? Das ist eine gute Frage.
So spontan habe ich den Eindruck, es haben alle die gleiche Voraussetzung. Es ist niemand dort, weil er mit der Frau oder mit dem Mann muss quasi auf eine Reise gehen. Es haben alle die gleiche Voraussetzung. Es reisen alle allein. Es gibt vielleicht nicht, keine Neid untereinander. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine extreme Entspannung gibt in so einer Gruppe. Also, jetzt einfach spontan aus dem Buch raus gesagt, ja. Ja, ich denke auch, das wird sicher einer der Gründe sein. Wäre fast einmal ein Grund, um auf so eine Reise zu gehen, das gut zu entdecken. Jetzt, bei den Festtagsreisen, also bei den Reisen so ein bisschen über Weihnachten oder auch Silvester, stellen wir natürlich noch einen besonders hohen Anteil an Alleinreisenden fest. Was ist dort so die Erklärung aus deiner Sicht? Das macht mir total Sinn, dass das so ist. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die allein sind. Es gibt auch ganz viele Menschen, die nicht allein sind. Und an den Festtagen wird einem das, glaube ich, um ein Mehrfaches bewusster. Und dann die Möglichkeit haben, auf eine geführte Reise, auf eine Wanderreise zu gehen und so einen speziellen Moment im Jahr, eben die Festtage, mit anderen zu teilen und vielleicht sogar einfach ein bisschen abgelenkt zu sein von dem, was einem sonst alleine daheim würde erwarten. Das macht mir total Sinn, dass dort mehr Leute Lust haben, die Zeit in guter Gesellschaft zu verbringen miteinander. Jetzt haben wir schon einen Haufen Gründe gehört, warum das sich Wanderreisen für Alleinreisende eignet. Wenn jetzt aber jemand gleich noch ein bisschen Zweifel hat und sich vielleicht noch nicht ganz überwinden kann, was würdest du mit auf den Weg geben? Oder wie könnte man diese Person noch überzeugen? Da kommen mir zwei Argumente in den Sinn, um eine Person zu überzeugen. Also sicher mal das Argument, dass man nie die einzige alleinreisende Person ist. Wir haben ja gehört, dass im Durchschnitt rund 2/3 der Reisenden allein reisen. Und der zweite Grund, und den finde ich auch enorm wichtig, ist, man kann sich halt einfach einmal einen Tag rausnehmen. Man muss nicht jeden Tag von der Woche mit der Gruppe mitwandern, wenn man mal das Bedürfnis hat, auf allein sein oder eine Pause, dann ist das eben absolut auch möglich bei den Wanderreisen. Und dann würde ich sagen, einfach eintauchen und probieren. Man kann fast nichts falsch machen. Hast du das auch schon gemacht? Bist du auch schon allein in den Ferien gewesen? Was hast du dort für Erfahrungen gemacht, falls ja? Ich bin schon mal allein in den Ferien gewesen, ja. Und was für mich immer das Schlimmste ist, ist allein essen. Ich esse gerne in Gesellschaft. Ich geniesse es, mich können auch über das Essen austauschen. Und allein reisen und allein essen, das finde ich etwas ganz Langweiliges. Und das ist für mich auch immer wieder ein Grund, mit Leuten oder in Gruppen zu reisen. Und ich geniesse es auch enorm, mich über einen Tag auszutauschen, über Reiserlebnisse, über schöne Momente. Und wo ich allein gereist bin, hat mir das sehr gefällt. Also das ist für mich nochmal ein weiterer Grund, um wirklich mit einer Gruppe zu gehen. Und natürlich auch sprachlich. Es gibt Länder, wo man vielleicht mit Deutsch oder Englisch oder Französisch nicht so gut durchkommt. Und dort jemanden an der Seite zu haben, der auch sprachlich gut ist, das finde ich einen weiteren Punkt, wo mir immer wieder sagt, gang auch manchmal mit einer Gruppe. Also jetzt haben wir gehört, warum das sich Wanderreisen oder Wanderferien so eignet. Wir bei Imbach tun dem auch Rechnung tragen im Rahmen von der Angebotsgestaltung. Ich habe erwähnt, wir haben rund ein Dutzend Reisen, die wir exklusiv für Alleinreisende anbieten. Wir tun das aber auch auf den anderen Reisen. Tun wir schauen, dass wir bei möglichst vielen Reisen wirklich Doppelzimmer zur Alleinbenutzung haben und nicht Einzelzimmer. Wir schauen, dass wir auch Reisen haben anbieten, wo der Einzelzimmer oder der Doppelzimmerzuschlag relativ klein ist. Und wir geben auch immer den Zuschlag, den uns halt das Hotel verrechnet, immer 1:1 weiter. Also wir haben dort auch keine Marge drauf. Darum kann man sagen, egal jetzt welches Angebot in der ganzen Imbach-Palette, sie eignet sich für Alleinreisende. In dem Sinn wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern von dieser Podcast-Folge ganz viel Spass auf der nächsten Wanderreise mit Imbach, egal ob Sie jetzt allein reisen oder mit Ihrem besten Kollegen oder mit der Ehefrau oder einem Partner. Dir, Sandra, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du für die Fragen zur Verfügung gestanden bist und für den Besuch bei uns in Luzern. Danke vielmals. Danke dir, Martin.